fangen wir mal an mit der offiziellen Eröffnung. Wir freuen uns, dass wir 25 Jahre alt geworden sind und Sie alle einladen. Ich hoffe, es kommen noch mehr, wenn nachher die Musik kommt. Wir haben ja über 2000 Mitglieder, die kommen natürlich nicht alle, und 65 Autos. Wir haben im Moment auch wieder eine sehr positive dynamische Vorwärtsentwicklung. Das heißt, also letzte Woche und vorletzte Woche jeweils 10 neue Mitglieder. Wenn das so weitergehen würde, wäre das sehr gut. Ist nicht immer so, leider. Angefangen haben wir mit zwei gebrauchten Autos 1991 in der Goethestraße. Das ist ja bis jetzt unser immer noch größter Stellplatz und immer noch unser größtes Sorgenkind, weil wir dort keine festen Stellplätze haben. Und das ist teilweise eine Sucherei. Wir improvisieren über die Tresorlösung, dass Leute, die mal woanders parken müssen, einen Zettel an den Autoschlüssel machen, dass der nächstes Auto findet. Das klappt nicht immer gut. Und wenn wir dort feste Stellplätze hätten, könnten wir auch, da stehen über 10 Autos, könnten wir 2, 3 Autos aufmachen, die gar nicht gebucht werden. Ohne werden müssen. Das heißt, man muss auch nicht sagen, wie lang man das Auto nimmt. Das ist ein Bedürfnis für viele Leute. Das können wir natürlich nur zusätzlich an großen Stellplätzen anbieten, weil die gebuchten Autos müssen ja die Zuverlässigkeit sicherstellen. Und das geht nur mit festen Stellplätzen, weil da kann man nicht anfangen, dass der nächste Auto suchen muss. Weil es ist da oder es ist nicht da in dem Moment. Aber man kann dann über Internet eine Viertelstunde von zu Hause vorher blockieren, das Auto, dass sich der andere einen von der Nase wegschnappt. Das ist eine konzeptionelle Weiterentwicklung, was Carsharing noch für viele Leute interessanter macht. Scheitert auch an festen Stellplätzen, großen Plätzen, die wir leider nur im öffentlichen Raum haben. Woanders haben wir nicht so große Plätze, dass wir das anbieten. Gut, nochmal so ein paar Anekdoten. Wie war es am Anfang? Ist teilweise heute manchmal noch so bei bestimmten Leuten. Da sind wir bewechselt worden mit Autovermietungen, mit Taxis, mit privaten Nutzung. Also das ist bis heute vielen Leuten noch nicht wirklich klar, wie wir funktionieren. Gut, deswegen sind wir auch immer auf unsere Mitglieder gut angewiesen, dass es auch weitertragen in andere Bereiche, weil da laufen noch sehr viele falsche Vorstellungen. Also nach neuesten Untersuchungen, nach anderen Befragungsmethoden, wir hatten nämlich sonst immer befragt, wer hat das Auto abgeschafft nach Eintritt der Carsharing-Mitgliedschaft. Da sind wir immer so auf 8 bis 10 Autos, die ersetzt wurden durch ein Auto von uns. Es gibt jetzt eine Befragung, das war ziemlich logisch, die setzt so an, dass man fragt, ist ein Jahr vor Beginn der Mitgliedschaft das Auto abgeschafft worden? Das machen nämlich viele Leute so, die schaffen das Auto ab, gucken erstmal, ob zurechtkommen, mit dem Wissen, es gibt Carsharing und wenn es da nicht geht, dann werden sie erst Mitglied. Und bei dieser Art der Befragung kommen wir auf einen Schlüssel von 1 zu 20. Also ein Auto von uns ersetzt 20 andere Autos. Wenn man die Situation in der Goethestraße zum Beispiel kennt, dann weiß man, wer müsste Parkgebührenzone sein, weil sonst gar nichts mehr funktionieren würde. Im Moment geht es noch halbwegs rund dort. Die Bebauungsverdichtung hat aber ihren Teil dazu beigetragen, dass es immer noch eng ist dort. Und was unsere Hoffnung ist auch, durch feste Stellplätze im öffentlichen Raum, dass wir jetzt viel sichtbarer werden. Viele Leute sehen Autos und wissen gar nicht, was ist das eigentlich. Wenn man die Station sichtbar macht, dann kommt man jedes Mal dran vorbei und denkt sich, ja, versteht besser, worum es geht und das ist doch vielleicht auch eine Alternative für mich und dann wird auch wieder mehr Raum im öffentlichen Raum für andere Sachen frei. Was wir dort auch brauchen, sind Fahrradständer, eventuell Boxen für Zubehör, Kleinkindersitze und sowas. Das wäre so eine Anforderung an die Infrastruktur für Carsharing-Stellplätze. Ja, es gibt erfreuliche Entwicklungen. Nach über 20 Jahren hartnäckiger Lobbyarbeit ist jetzt ein Carsharing-Gesetz auf dem Weg. Das ist leider nicht so, wie wir uns das gewünscht haben, durch die Änderung der Straßenverkehrsordnung, dass es genauso geregelt wird wie bei den Taxis. Es geht über eine Sondernutzungserlaubnis, aber es gibt den Kommunen sehr viele Möglichkeiten, die sie jetzt nicht hatten, bis jetzt nicht hatten, eigene Entscheidungen zu treffen.
Und sind wir guter Dinge, dass die Stadt Kassel das positiv begleitet, auch im ganz eigenen Interesse, mehr Platz zu schaffen in den verdichteten Stadtteilen. Ja, jetzt redet noch der Norbert Schwachke, was ist Ortsvorsteher Gehlein? Oder erste ich fange an. Ich überbringe den Glückwunsch des Magistrats als Stadtbauer der Stadt Kassel, eine Organisation, die seit 25 Jahren innovative Arbeit macht. Kassel ist eine Stadt, der Magistrat, die Organisation Stadtauto. Ja? Kassel ist ja eine Stadt der Innovation. Ja? Hier steht das erste gemauerte Theatergebäude in Europa. Hier steht das erste als Ausstellungsgebäude gebaute Haus in Europa. Hier steht die erste Fußgängerzone. Hier hat man die erste Parkuhr mal gedreht. Ja? Und Stadtauto 1991 wurde gegründet, kurz nach Bremen und Hamburg. So habe ich es im Kopf nachgelesen. Ja? Also nicht ganz zuerst, aber sehr zuerst. Ja? Da war es vielleicht üblich, 1991 habe ich in der WG gewohnt, da hatten wir ein WG-Auto. Ja? Das ist so was Ähnliches, wie dass die Kinder das Auto vom Vater benutzen. Das ist eigentlich selbstverständlich, aber dass man eine Infrastruktur, die sonst auch deutlich, der Name sagt es ja schon, Auto heißt Individualverkehr. Individualverkehr heißt individuelles Eigentum, individuelles Abstellen, individuellen Zugriff. Und genau in diesem Bereich einen übergeordnetes System anzubieten. Und das war in der Bundesrepublik damals wirklich innovativ. Deshalb muss man deutlich sagen, der Staff damals mit Walter Köhler an der Stelle ist mit den anderen Sachen, die ich vorher genannt habe, durchaus aneinander zu reihen. Weil wir hatten oder haben immer noch eine Gesellschaft, die das Auto so betrachtet, dass es eben ein individuelles Verkehrsmittel ist. Wir haben inzwischen schon über 100 Jahre das Auto als selbstverständliches Infrastrukturmittel anerkannt. Wir bauen dafür Straßen, wir haben Führerscheine organisiert, wir haben ein Tankstellennetz aufgebaut, es gibt Versicherungen für bestimmte Dinge. Die ganze Gesellschaft hat irgendwann mal beschlossen, dass das Auto das Verkehrsmittel ist, was der Zeit entspricht. Ja? Der Zeit entspricht 100 Jahre. Jetzt sind wir ein bisschen weiter, dass wir sagen, es ist sehr wohl so, dass das Autofahren eben nur eine Möglichkeit ist, sich zu bewegen, und dass wir heute von Verkehr, nicht von Intermodalität reden und deswegen sagen, es ist eigentlich ganz geschickt, ab und zu das Fahrzeug zu wechseln. Und wenn man die Bilanz des Autos sieht, dass die ungefähr 23 Stunden stehen und eine Stunde oder sogar unter einer Stunde durchschnittlich genutzt werden, ist der Gedanke, ein Auto gemeinschaftlich zu nutzen, eigentlich ein überaus schlauer. Ja? Und dieser Gedanke ist jetzt in Kassel 25 Jahre alt. Und man muss sehen, damals mit zwei Autos angefangen, heute hat die Autoindustrie akzeptiert, dass man da nur in diese Richtung eigentlich wirklich weiterkommt. Die Gesellschaft hat akzeptiert und sagen wir, die Gesetzesregelung jetzt viel zu spät, ja, muss man deutlich sagen, viel zu spät, aber noch nicht zu spät, gibt uns jetzt als Kommune Möglichkeiten, diesen Prinzip, das Auto, Individualverkehr, aber trotzdem gemeinschaftlich nutzen, auch den gesetzlichen Hintergrund, die räumliche Bedeutung zu geben. Da sind wir auf einem guten Weg, da wirklich weiterzukommen. Wir haben von der Stadt Kassel jetzt im letzten Jahr ein Entwicklungskonzept Carsharing gemacht, wo die deutliche Frage war, was kann eigentlich die Kommune tun, um diese Art des Verkehrs, also das Auto teilen, zu fördern. Und dann war klar, ohne die Gesetzesänderung sind unsere Möglichkeiten extrem gering. Ja? Wir haben das an mancher Stelle schon gemacht. Wir haben zum Teil Bauvorhaben, die im Bereich der Uni sind und deswegen weniger Stellplätze abbilden, also viele kleine Wohnungen und weniger Stellplätze gebaut haben, haben wir gesagt, bietet doch zwei Carsharing-Plätze an. Aber da ist immer die Frage, wer bietet dann das Auto drauf an? Also wir haben das zwar baurechtlich festgelegt, aber das andere, das Carsharing-Geschäft ist ja ein privatwirtschaftliches und Stadtauto ist da seit langem ein deutlicher Partner innerhalb der Stadt und ein starker Partner. Es gibt natürlich inzwischen Konkurrenz. Ja, gute Ideen streuen und sagen wir, das ist nur die Bestätigung, dass eine gute Idee sich durchsetzt, ist, dass es da inzwischen Konkurrenz gibt. Aber wenn die Kommune jetzt in der Platzverteilung ist, dann haben wir auch da noch
ein bisschen ein Vergabeproblem. Ja? Eine Kommune muss solche Sachen immer gerecht machen, da werden wir dann einen Weg finden. Aber deutlich, wir sind froh, weil wir auch im Carsharing-Untersuchung war eindeutig so, dass in dicht besiedelten Standorten, also der Stadt, wo viele Leute auf einem Haufen wohnen, wo gleichzeitig der ÖPNV gut ist, ja, weil das ist natürlich so, dass wenn man nicht immer ein Auto hat, die anderen Verkehrsmittel auch zur Verfügung stehen müssen. Und dazu gehört auch ein gutes Radwegenetz. Und wenn also die dichte Bebauung, gute Fußwege, gute Radwege und der ÖPNV, dann ist Carsharing eigentlich genau das, was man braucht. Und wenn man so wie im Vorderen Westen oder Wählheiten auch eine Situation hat, dass die in der Jahrhundertwende gebauten Häuser ja keine Parkplätze gebaut haben. Somit stehen die Autos dieser Stadtteile alle im öffentlichen Straßenraum. Und ich denke, es ist richtig, dass wir da ein bisschen Platz frei machen, Carsharing-Autos einen definierten Platz geben, weil die machen im Ende auf den anderen Parkplätzen mehr Platz. Und ich denke, insgesamt kommen wir in der Stadt voran, wenn wir nicht ganz so viel Blech in der Gegend rumstellen. Und der Start vor 25 Jahren war damals deutlich das Zeichen in die richtige Richtung. Und ich glaube, so langsam haben einige kapiert. Und was heute, ja, also 25 Jahre Innovation und heute praktisch die Tendenz zur Massenbewegung. Massenbewegung in diesem Fall in doppelter Bedeutung. Herzlichen Glückwunsch. Ja, war ein toller Schritt damals. Und ich denke, dass es jetzt über lange Jahre so getragen hat, heißt auch, dass das Unternehmen einmal eine gute Führung hatte, ein gutes Management, weil 25 Jahre für ein Unternehmen ist auch nicht selbstverständlich. Ja. Dafür herzlichen Dank. Das war einmal der Start in die richtige Richtung und dann eine kontinuierliche Arbeit, manchmal unter nicht ganz einfachen Bedingungen. Herzlichen Glückwunsch und Dankeschön. Ja, also wir haben jetzt noch Eva Koch, Verkehrsministersprecherin der Grünen. Sie ist auch aktives Mitglied bei uns, was viele ja noch nicht sind. Und kann vielleicht noch mal ein paar Sachen aus der Nutzersicht nochmal sagen. Ja, ich freue mich sehr, hier reden zu können bei dem tollen Geburtstag, bei dem Jubiläum von Stadtauto. Ich habe, als ich gehört habe, ich darf hier reden, eine umfangreiche Literaturrecherche gestartet und möchte anfangen mit einem Zitat aus der Zeitschrift des VCD, der letzten Ausgabe. Ich habe gar kein Auto. Das stimmt so ja natürlich nicht ganz, weil ich habe 65 Autos, wir haben es gerade gehört. Ich habe so schnuckelige Kleinwagen, ich habe ein paar Kombis, ich habe einen neuen Bus. Ich habe, glaube ich, auch Cabrios, ich habe so viele Autos, ich kann die gar nicht anfahren. Das macht aber gar nichts, weil ich fahre eigentlich viel lieber Fahrrad. Aber wenn ich mal ein Auto brauche, dann nutze ich ein Stadtauto von Walter Köhler. Und ich benutze das zum Beispiel, um zu meinen Kunden zu fahren, da wo ich mit dem Rad nicht mehr so gut hinkomme und wo man mit dem ÖPNV schlecht hinkommt, zum Beispiel Großalmrode, ist immer so ein bisschen schwierig, da nutze ich dann ein Stadtauto. Und bei den Kunden kommt das gut an, ist meine Erfahrung. Also die finden das interessant, die fragen dann mal, wie funktioniert das, wie geht das und so. Das ist eigentlich eine positive Resonanz. Ich fahre mit Mädels zum Reiterhof, auch in Großalmrode, wo man ja schlecht hinkommt. Dann braucht das Kind ein neues Bett. Dann fährt man mit einem Kombi logischerweise zu einem Möbelhaus und kauft dort ein Bett und packt das in den Kofferraum. Wunderbar. Vor mehreren Jahren war ich mal im Urlaub im Wendland, kommt man auch nicht so wirklich gut hin mit der Bahn. Da habe ich mir hier den aus der Tischbeinstraße den Astra geholt, habe die Rückbank umgeklappt, mein Fahrrad hinten reingeschmissen und bin ins Wendland gefahren. Das war ganz großartig. Die Vorteile sind ja schon gesagt worden, muss ich euch wahrscheinlich gar nicht erklären. Diese ökologischen Vorteile ist genannt worden, wie viele private Autos ein solches Carsharing-Auto ersetzen kann. Ich persönlich. Ich mache das aus ganz egoistischen Gründen. Ich habe vor vielen Jahren, als ich auf dem Land gewohnt habe, mal ein privates Auto gehabt. Ich konnte das nirgendwo hinstellen. Ich hatte keine Garage. Dann stand es draußen, dann ist es aufgebrochen worden. So, dann musste ich zur Polizei. Dann muss man mal in die Werkstatt. Dann kriegt man eine Rechnung, wird fast ohnmächtig. Dann muss man so Sachen machen wie Winterreifen besorgen oder Fischerblätter wechseln. Das ist alles dumm. Also für mich war dieses private Auto, das hat mich Nerven gekostet, das hat viel Geld gekostet und das hat mich Zeit gekostet. Und ich fahre jetzt Stadtauto und ich muss sagen, ich finde das unheimlich entspannend. Ich muss noch nicht mal mehr tanken. Ich habe bestimmt seit einem Jahr nicht mehr getankt, weil putzigerweise das Auto in der Wolfhager Straße, die Blume, die ich immer nutze als Blumen-Ecker-Weg eigentlich,
Das scheint ein Mitbenutzer zu haben, der entweder sehr gerne tankt oder immer den Tank gerade leer fährt. Das ist absolut großartig. Ich komme hin, das Auto ist eigentlich noch voll. Das ist fantastisch. Ich möchte noch zu dem Thema Kommunalpolitik ein bisschen was ergänzen. Ich bin ja verkehrspolitische Sprecherin der Grünen und dieses Thema Parkplätze ploppt ja bei uns auch immer wieder auf. Viele haben das vielleicht mitbekommen bei dem Umbau der Umgestaltung der Wilhelmshöher Allee, wo diese vielen Bäume gepflanzt werden sollen. Und da haben wir uns dann letztendlich aufgehangen in der Diskussion. Da ging es dann zum Schluss noch irgendwie um 20 Parkplätze mehr oder weniger, die da wegfallen sollen. Das heißt ganz konkret, wenn das 2 Carsharing-Stellplätze gewesen wären, wenn es entsprechend viele Nutzer gibt, hätten wir uns diese ganze Diskussion sparen können. Und an der Stelle möchte ich nochmal ganz deutlich sagen, ich glaube, alle Menschen, die hier sind, das sind Menschen, die Carsharing gut finden, die auch eine Verkehrspolitik gut finden, die eben nicht mehr sich für eine autogerechte Stadt einsetzt, sondern für eine lebenswerte Stadt, in der viele Menschen gleichberechtigt per Fahrrad, zu Fuß, mit dem öffentlichen Nahverkehr sich bewegen. Das ist aber mitnichten bei der Mehrheit der Stadtverordneten so. Und deswegen muss ich hier nochmal auch um Verständnis werben, wenn die Ziele, für die wir uns einsetzen, für die sich Christoph Nolder einsetzt und wir uns als Grüne, dass wir die oft nicht so schnell umsetzen können, wie wir das gerne möchten. Wir kriegen harten Gegenwind und gerade wenn ich dann Kollegen aus der Stadtverordnetenversammlung sage, ich habe gar kein privates Auto, ich fahre viel Fahrrad, ich nutze Carsharing, das ist für die eine andere Welt. Die Menschen, die da sitzen, leben zum Teil in einer anderen Welt und das macht es für uns auch wirklich oft schwierig, unsere Forderungen da umzusetzen. Mit der AfD ist es auch nicht besser geworden, muss man sagen. Und der Oberbürgermeisterkandidat der CDU, der fährt immer vom vorderen Westen ins Rathaus mit seinem, ich glaube, ist das ein SUV? Kenne mich da nicht so aus, nicht? Okay. Aber mit seinem Auto auf jeden Fall. Also das sind wirklich verschiedene Welten und das ist für uns harte Arbeit, unsere und eure Interessen da umzusetzen. Deswegen bitte ich da um Verständnis, dass es manchmal nicht so schnell geht, wie wir das gerne hätten, aber ich sichere zu, wir setzen uns dafür ein. Die Punkte, die bei uns jetzt auf der Agenda stehen, Christoph Nolder hat es schon gesagt, durch diese gesetzliche Veränderung hoffen wir sehr darauf, dass wir bald die Stellplätze im öffentlichen Raum haben werden. Und unser grüner Ortsvorsteher Steffen Müller am vorderen Westen, der ist da schon ganz heiß drauf, weil er gerne auch möchte, dass da die Parkplätze hinkommen. Ich denke, das wird auch so funktionieren. Und abschließend möchte ich dir, Walter, nochmal herzlich danken. Du warst wirklich vor 25 Jahren absoluter Pionier und hast einen unglaublichen Weitblick gehabt für ein Thema. Das ist heute in aller Munde, dieses Teilen statt Besitzen. Damals war das ja nicht so. Also dieses Unternehmen damals zu gründen, das war mutig, dass du das seitdem so machst, finde ich ein super Erfolg. Dafür herzlichen Dank. Alles Gute für die weitere Zukunft. Ich wünsche dir viele neue Kunden. Du kannst auf unsere grüne Unterstützung zählen und zum Abschluss möchte ich nochmal auf meine Literaturrecherche zurückkommen. Ich hatte nämlich heute Morgen passend im Briefkasten die grüne Mitgliederzeitung Schwerpunkt Mobilität. Da geht noch was. Vielen Dank. Ja, und als Gastgeber als Stadtteilgastgeber sozusagen, was ja auch praktisch einer der Schwerpunktstadtteile für Carsharing ist. Für uns ist natürlich der Vordere Westen, da sind die meisten, ist auch aber meist dichtes besiedelt, Autos, aber hier geht auch noch eine ganze Menge. Norbert Spasse, der auch der SPD-Fraktion ist, ne? Und Ortsvorsteher. Jetzt habe ich mich verschluckt. Ja. Als letzter Redner hat man nur den Nachteil, das ist alles schon gesagt worden, aber man hat auch den Vorteil, man muss nicht mehr allzu lange reden. Also 4 Punkte. Der erste Punkt, herzlichen Glückwunsch an Stadtverordneten, herzlichen Glückwunsch an Walter. Ich freue mich deswegen auch als Wählheiter auszustehen, ganz besonders, weil Walter ist ja Wählheiter und war sogar mal auf der Ortsratsliste, Mitglied des Ortsbeirates bist du nie gewesen, ne? Aber immer auf der Liste. Also aus Wählheiter-Sicht ist das ja ein Wählheiter Kind, Stadtauto. Das zweite ist, die Geburtstagsfeiern von Stadtauto finden immer die Wählheiten statt. Und wie ich jetzt gerade nochmal nachgefragt habe, Wählheiten ist ja der Stadtteil, der am zweitbesten mit Stadtauto-Standorten versehen ist. Die Mitgliederzahlen konnten wir nicht mehr recherchieren, ob die Wählheiten auch so viele Mitglieder haben. Nimmt man den vorderen Westen dazu, jeder weiß ja, der vordere Westen gehört ja eigentlich zu wem.
habe ich akustisch nicht ganz verstanden. Kannst du dir gerne schriftlich geben, Boris. Du weißt doch, auch du weißt, der Vortrag Westen gehört eigentlich zu Wählheim. Und wenn du es jetzt nochmal nachfragst, erinnere ich dich daran, was wir früher, wir Wählheimer, mit dem Vortrag Westen immer gemacht haben. Das ist noch unsere Felder da. Gut, das lassen wir jetzt alle. Also es gibt aus Wählheimer Sicht ein, zwei, drei Gründe schon einmal mit Stadtauto zusammen zu sein. Es gibt aber auch noch einen ganz besonderen Grund. Wählheim ist wie der Vorderer Westen ja ein Stadtteil, der zwischen der Peripherie und der Innenstadt liegt. Das heißt, alle die, die die Freiheit in Anspruch nehmen, mit ihrem Auto direkt in die Innenstadt zu rollen, die fahren durch diese innenstadtnahen Stadtteile. Also diese Stadtteile sind in besonderer Weise von Individualverkehr negativ betroffen. Wählheim, ich kann es für den Vorderer Westen nicht untersuchen, auf der Wählheim weiß ich auch, dass wir zusätzlich aber auch durch den Park, durch den Rundenverkehr betroffen sind, weil viele ihre Autos, ja, die in der Innenstadt wohnen oder woanders hin wollen, in den Wählheimer Straßen abstellen. Also Wählheim ist besondererweise negativ vom Individualverkehr dieser Form betroffen. Und ich sage das durchaus, obwohl ich aus der ganzen Mal in meiner Jugend selber bei einem Auto Fabrikanten gearbeitet habe. Ich erwähne das immer gerne, damit keiner denkt, ich bin ein Autofeind. Manchmal kommt man das ja. Aus Wählheimer Sicht wäre es sehr sinnvoll, schön und gut, wenn das Autoteil sich stärker durchsetzen würde. Wenn wir hören, dass ein Stadtauto-Auto 20 andere Autos ersetzt, heißt das, es wird auch ganz massiv zur Verminderung des Rollen des fahrenden Verkehrs in diesen innenstadtnahen Stadtteilen beitragen. Deswegen sollte das neue Fahrscheingesetz jetzt tatsächlich umgesetzt werden oder kommen, muss erstmal beschlossen werden. Und wenn die Kommune die Möglichkeiten, die es noch nicht ganz so toll gesetzlich auch durchaus nutzen würde, der Ortsbeirat Wählheim wäre sicherlich dabei und ich als Stadtverordneter der SPD würde mich auch drum kümmern. Also ganz zum Schluss nochmal herzlichen Glückwunsch an dich, Walter. Das ist ja schon gesagt worden, als Chef des Unternehmens trägst du ja einen großen Teil der Verantwortung. Allein schon der Gedanke, dieses Unternehmen zu gründen, aber natürlich auch an den gesamten Verein, das gesamte Unternehmen Stadtauto. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt geht es halt weiter mit normalen Gesprächen und nachher Musik und